Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute habe ich also einen ganz besonderen Gast, und zwar eine Dame, eine sehr hübsche Dame. Ihr Name ist Marion Gehlert. Sie sind seit dem 8.3. diesen Jahres Chefredakteurin von München TV. Und Herr Rettig, der Geschäftsführer, hat gesagt, es gibt eine ganz neue Weichenstellung. Jetzt merkt man natürlich, München TV ist irgendwie noch dynamischer geworden. Warum ist das so? Warum ist das so? Erstmal herzlichen Dank. Das ist immer schön, wenn das, was man versucht zu bewirken, auch ankommt. In dem Fall sind Sie ja auch Zuschauer, und das ist natürlich sehr schön. Dynamischer vielleicht deshalb, weil wir wirklich versuchen, noch mehr eins zu werden mit der Stadt. Und zwar nicht dadurch, dass wir versuchen, noch die größten Schlagzeilen zu produzieren oder noch irgendwelche Meldungen auszugraben, die vielleicht unsympathisch sind, sondern dass wir wirklich versuchen, bei allem, was wir tun, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mitzudenken. Was für einen Service können wir denen bieten? Wenn Sie unser Programm anschauen, was nehmen Sie mit daraus? Also eher konstruktiv als laufend auf Konfrontation zu gehen, eher der Stadt zugewandt, den Leuten zugewandt, und zwar wirklich allen Leuten zugewandt, als, sag ich mal, distanziert zu berichten. Wenn man jetzt mal so Ihre Vita anschaut, Sie sind ja wirklich eine fantastische Journalistin. Sie haben also unglaublich viel in der Journalie verbracht. Und es war ja sicherlich nicht einfach, so eine tolle Dame dann plötzlich ja, jetzt für München TV zu gewinnen. Der Vorgänger Jörg van Hoven hat ja auch einen guten Job gemacht, aber jetzt ist einfach die Zukunft weiblich. Also wir halten fest, es hat nur wenige Minuten gedauert, um mich in Verlegenheit zu bringen, weil ich kann mit Lob nicht gut umgehen, ich muss es ehrlich sagen. Aber da müssen Sie durch. Ich gehe da durch. Genau, schön. Ich habe die Frage vergessen. Ja, kein Problem. Nein. Kein Problem. Ich wollte mich gegen Lob wehren. Macht nichts. Also mit anderen Worten, Ihr Vorgänger Jörg van Hoven hat einen guten Job gemacht, aber ja. Ihr habt gesagt, jetzt ist die Zukunft im Sender, redaktionsmäßig, ja. Weiblich. Ja. Das ist doch schön. Ja. Weil Damen denken ja anders, emotionaler, ja. Sie sind eine wunderbare Kämpferin auch, und ich meine, Sie moderieren ja auch ganz toll das Stadtgespräch. Sie kriegen einfach wunderbare Menschen in die Sendung, aber Sie fragen halt wieder ein bisschen anders. Ja, ich habe viele Ihrer Sendungen gesehen, verfolgt. Ja. Man kann von Ihnen lernen, und dennoch ist irgendwie der Sender durch Sie und auch durch Herrn Rettig, durch Ihr Team emotionaler geworden, ist mein Gefühl. Also was mich betrifft, also ich kann kein, wie sagt man das, kein neutraler Chef sein. Also ich muss meine Leute mögen. Ich kann ich weiß, dass eine gesunde Distanz manchmal nötig ist, aber für mich ist es auch wirklich wichtig, dass ich mit meinem Team zusammen was bewegen kann, die mitnehmen kann, die mich auf der anderen Seite auch mitnehmen können. Ich will auch nicht der Chef sein, der sagt, ich verordere hiermit diesen Kurs und da geht's lang, sondern wir machen das zusammen, und jede Idee ist willkommen. Also das System ist durchlässig nach allen Richtungen, und ich hab ein Wahnsinnsglück. Ich habe unglaublich viele motivierte Leute, erfahrene Leute, junge Leute, und die alle zusammen, die haben einfach so Lust, sich auf den Weg zu machen. Was gibt's Schöneres? Es ist eine gute Stimmung im Sender, was ja auch wichtig ist. Ja, weil Stimmung ist im Grunde auch Quote. Ja, also wenn man merkt, dass eben einfach, und Sie haben so eine, man kann von Ihnen lernen, Sie haben so eine wunderbare Sprache auch, und Sie haben wenige Äs und wenige eigentlich. Und man merkt einfach, da ist jetzt wirklich eine Dame in der Chefredaktion, die professionell auch fragt. Ja? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir unterbrechen diese Sendung für eine kleine Verlegenheitspause, die Herr Leschön mal wieder provoziert hat. Sollte es zu weiterem Lob kommen, muss ich leider vorzeitig die Sendung verlassen. Nein. Also, das machen wir nicht. Nein, vielleicht, wenn man es mal runterdenken will. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Lob.
was das Stadtgespräch betrifft, glaube ich, dass wir, genauso wie Sie das ja auch machen in Ihren Sendungen, wir gegen einen gewissen Geist der Zeit arbeiten, den ich allerdings schon wieder für überholt halte. Es gibt unzählige Talkshows, die darauf angelegt sind, dass man staccatohaft irgendwelche Wahrheiten rausfeuert, dass man sich streitet, dass man möglichst so auch die Leute einlädt, dass sie aufeinander losgehen. Immer das Negative sucht. Und ich verstehe den Sinn nicht, weil ich sitze am Ende dieser Sendungen da, ich habe nichts gelernt, ich habe nichts rausgezogen, außer dass sich Leute streiten. Mir ist nicht klar, wo jetzt der richtige Weg ist. Mir ist nicht klar, was sind es für Leute, kann ich denen trauen oder nicht. Und wenn man sich in Ruhe mit jemandem hinsetzt, ich habe mich, die Landtagspräsidentin war zum Beispiel bei mir, das war toll. Die hat einfach eine Dreiviertelstunde lang von ihrem neuen Rolle und dem, was sie bewegen will, gesprochen und musste nicht irgendwie auf die Uhr schauen und sagen, in 30 Sekunden muss alles erzählt sein. Ich habe die Sendung gesehen, die hat zum Beispiel gesagt, was auch bei Mainz, oh, ist das schon wieder vorbei? Ja. Und das ist. Und wissen Sie, auch durch Herrn Rettig, durch Sie, durchs Team, wir sind so ein positiver Sender. Und wenn Sie mal, und dieses Positive, das ist so schön. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich war kürzlich in einem Münchner Café und dann kam eine Dame auf mich zu und sagt, sie ist also Münchnerin, sie ist Sandra Lüschen. Dann sagt sie, wissen Sie was? Ich sage Ihnen jetzt mal etwas, wer in München kein Fernseher hat, der kennt nicht München TV. Und das ist so schön. Wir haben so eine unglaublich, nicht nur gefüllte Reichweite, sondern eine digitale Reichweite. Und jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen, etwas verraten. Ich habe mal gegoogelt, München TV ist eine Marke, ist ein Brand. Genauso wie BMW, genauso wie der FC Bayern, vielleicht wie die Stadtwerke. Und da gibt es noch ein paar andere Firmen, ja, wie Dallmayr etc. Aber, jetzt kommt's. Raten Sie mal, wie oft der FC Bayern gegoogelt wird. Also der FC Bayern ist eine Medienmacht, der ja wirklich also Abteilungen hat für Kommunikation. Viele, viele Millionen. Genau. Über 370 Millionen Mal. Mhm. So. Jetzt habe ich mal München TV gegoogelt. Wissen Sie, wie viel uns googeln? 344 Millionen Klicks. Okay. Das ist eine Ansage. Das heißt, unsere Reichweite digital ist gigantisch. Warum ist das so? Jetzt komme ich wieder zurück. Weil wir positiv aufgestellt sind. Wir wollen einfach den Menschen erreichen. Wir wollen nicht irgendwie irgendwas Negatives aufdecken. Ja, das gibt es auch im Rahmen der Nachrichten, das ist alles klar. Aber was so schön ist, ist eben, dass München TV im Grunde eine Ehe hat mit der Stadt München. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, was Negatives berichten. Es geht nicht, nicht, dass wir in den Verdacht geraten, dass wir da eine rosa Brille aufziehen und alles mit rosa Wölkchen irgendwie bedecken. Mir geht es darum zu sagen, ich muss nicht jeden Tag einen Weltuntergang ausrufen. Ich muss nicht in solchen Schlagzeilen verkünden, was schon wieder schlecht ist. Natürlich muss man auch das Negative berichten, aber es gibt genau zwei Möglichkeiten. Und die für mich relevante Möglichkeit ist, die Zuschauer lernen was draus, die nehmen sich einen Service mit, zum Beispiel, wie kann ich was vermeiden, wenn ein Schaden entstanden ist, wer kann mir wie helfen? Und dann bin ich nämlich schon wieder in dem Bereich, wo es auch was bringt, das zu berichten, sich nur hinzustellen und mit Ausrufezeichen, oh Gott, das ist so schlecht, das ist so entsetzlich. Schauen Sie sich die Schlagzeilen in der Vorweihnachtszeit an. Armut, Chaos, Mord, irgendwas. Ja. Wie jetzt? Nicht schön, nicht schön. Jetzt lassen Sie uns mal so ein bisschen auf das Erfolgsduo kommen. Also, Horst Rettig und Marion Gehlert. Ha. Das spürt man ja. Ihr seid einfach ein tolles Team. Ja? Jetzt sind Sie seit März im Sender. Beschreiben Sie doch mal, was hat sich da alles verändert in unserem Sender? Also ich muss vielleicht noch mal erklären, Horst Rettig, unser Geschäftsführer, der hat verursacht, dass ich da bin erstmal. Der hat mich ausgesucht. Hat um Sie gekämpft? Der, ja, hat er, aber komischerweise war das so seit dem ersten Gespräch, dass wir irgendwie wussten, das funktioniert. Und das ist ja was ganz Erstaunliches. Ich glaube, das kennt jeder aus seiner eigenen Arbeitswelt, wenn man gute Ideen hat und der Chef sagt, lass mich in Ruhe.
wenn man eigentlich was Schönes machen möchte, aber im Team stimmt's nicht, ja? Mhm. Und man arbeitet gegeneinander und so, dann hat man schöne Ideen und es hilft gar nichts. Und diese Tatsache wirklich, dass da zwei Leute sitzen mit denselben Ideen, mit denselben Intentionen, lass uns ein tolles Lokalfernsehen machen, halt mit unterschiedlicher Ausprägung. Ich muss mir Gedanken über das Programm machen, Herr Rettig muss sich Gedanken darüber machen, wie man die unternehmerische Seite verwirklicht. Ja. Aber also wir schaffen das tatsächlich, dass wir auch jeden Abend noch mal wahlweise in seinem oder in meinem Büro zusammensitzen und so die wesentlichen Sachen mal durchdenken. Und dass wir uns dabei nicht nur nicht auf die Nerven gehen, sondern dass wir es auch noch gut finden. Lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen, wir sind jetzt am Jahresende. Jetzt gibt es ja so die gewissen Vorsätze der Deutschen. Und lassen Sie uns da mal ein bisschen drüber reden. Also für viele ist Weihnachten die Zeit der endlosen Festmahle und dann wollen sie alle abnehmen oder so. Jetzt, wenn man mal so schaut, wir haben ja auch mit Alfons Schubeck einen großen Kochmeister. Ja. Wie ist denn das bei München TV? Wir geben ja auch viele Tipps den Menschen. Ja. Ja. Wie machen Sie das zum Beispiel so während der Weihnachtszeit? Genießen jedes Essen. Meine Mama, also es ist wirklich ein bisschen tragisch. Meine Mama kann sehr gut kochen und würde gerne sicher auch mal was anderes kochen, aber die Familie hat sie verpflichtet, Schweinsbraten zu machen an Weihnachten, weil sie einfach den weltbesten Schweinsbraten macht. Und das heißt also ganz mit automatisch Kruste. Mit Kruste, um die sich gerne gebalgt wird. Ja, ja. Nein, also Weihnachten ist tatsächlich und auch die Zeit danach, auch Silvester, wir sind ja jetzt zwischen den Jahren, ganz ehrlich, wer da auf Kalorien schaut, wer da sich irgendwie das Leben eintrübt, auch nur mit einem Gedanken daran, dass die Hose zwickt, ach bitte nicht. Bitte nicht. Einfach genießen, einfach gut sein lassen, mal locker lassen, mal tief durchatmen, sich zurücklehnen und sagen, wie schön ist das eigentlich? Jetzt, Frau Gehlert, Sie sind ja schon eine Chefin, die auch... Wie machen Sie das eigentlich? Entschuldigung. Also bei uns, also ich schaue schon ein bisschen auf die Kalorien, mache das schon. Aber ja, ein Kilo hin oder her, das verkraft man schon. Okay. Aber nicht jetzt grenzenlos, also das war nicht... Ich bin natürlich in einer ganz anderen Altersgruppe wie Sie. Also muss man schon aufpassen, muss man aufpassen. Jetzt, was man ja so... hört, Sie sind ja schon auch eine Managerin. Welche Sachen hören Sie? Ja, das höre ich schon. Und zwar im Positiven. Erstmal haben die gesagt, boah, jetzt plötzlich muss ich da irgendwie eine Sendung schneiden oder muss das oder jenes machen. Aber das finde ich gut. Die Mannschaft steht. Und das ist gut. Ja. Weil nehmen Sie mal, wenn wir mal so durchgehen, also ein Alex Onken, ein erfahrener Journalist, dann... Also unser wunderbarer Christopher Kriebel, ein erfahrener Journalist. Also Sie binden auch die Mannschaft nicht nur ein, immer nur vor der Kamera, sondern auch mal hinter der Kamera die Dinge zu tun. Also erstmal, was die beiden angesprochen, die wirklich ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, schon für das Programm, für das Gesicht des Senders stehen, die machen das beide wunderbar auf so unterschiedliche Art und Weise. Ja, der Christopher Kriebel, das ist ein völlig erstaunlicher Mensch, der mit ganz eigenen Blick auf die Welt und mit eigenen, ich sag manchmal mit eigenen Hirnwindungen, also ich durch das Leben geht. Ich spreche immer von der Vergriebelung der Welt, wenn er ein Thema vorschlägt. Das, weil ich das großartig finde und der Alexander Onken, mit dem hatte ich das Glück, dass ich Mitte Dezember ein wirklich schönes Ereignis, den Audi Generation Award moderieren durfte. Das macht einfach riesig. Das war so eine Live-Sendung, die es war eine Live-Sendung, ja. Die wir zu diesem Award gemacht haben und das ist einfach großartig. Hm. Ja, da sitzt neben einem in Form gegossenes Wissen über die Prominenz, über Musik, über Kultur und das ist einfach schön. Hm. Also das, und natürlich, was beide auszeichnet, ist ein Wahnsinnshumor. Hm. Sehr unterschiedlich, das aber richtig. Das ist toll. Ja, ja, Humor ja. Finde ich insgesamt wichtig. Ja. Wenn Sie einfach, wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt in wenigen Tagen den Jahreswechsel, wenn wir so mal in das neue Jahr reinschauen. Also ich muss vielleicht auch mal so sagen, was ich persönlich an unserer Zusammenarbeit gut finde, ist, wir haben Vertrauen. Und das ist schön.
Und auf diesen Vertrauensbereich kann man unglaublich aufbauen. Wir haben zum Beispiel bei unseren Sendungen haben wir Warteliste. Die Leute sagen, Mensch, können wir nicht einmal was machen? Und wir machen ja quasi alles in der Stadt. Das heißt, wir haben einen Kaminkehrermeister, dann haben wir mal einen Ministerpräsidenten, dann haben wir mal wir haben sehr viel Ärzte. Also man merkt einfach gerade in München, wir sind heute der Sender, der die Ärzte im Grunde anlockt. Weil sie sagen, wenn ich da mal in der Sendung bin und kritisch auch befragt werde, was auch immer, das kommt wirklich als Feedback an. Medizin halte ich für wichtig, weil gerade wenn Sie mit jemandem sprechen und die Zeit dazu haben, auch mal was zu vertiefen, wie groß ist denn die Verunsicherung eigentlich von allen Menschen gegenüber Medizin? Es gibt Großgerätemedizin, es gibt unfassbare Möglichkeiten, was Tumorforschung etc. betrifft. Aber ich als Laie stehe doch davor und bin erschlagen. Also ich freue mich doch, wenn ich jemanden sehe, der mir die neuesten Behandlungsmöglichkeiten, ja, egal zu welchem Thema des Körpers, geben kann und ich kann in Ruhe mit dem reden. Das ist doch fantastisch. Frau Gehlert, zum Beispiel, wir haben hier im größeren Umkreis haben wir 300 Orthopäden. Wer ist da der Richtige? Ja? Wer hat die richtigen OP-Methoden? Also das ist eine riesige Marktnische, die es im Grunde nur bei uns gibt. Also da mal ganz ehrlich. So, und immer wieder auf Vertrauen, auf Vertrauen. Und wir sind nicht jetzt so ein Sender, der dann sagt, ja, kommen Sie mal in unsere Sendung, sondern wir sind dann auch mal kritisch. Wir sagen, also, wenn wir ein Vorgespräch führen, ist da jetzt irgendwie zu sehr der Werbeaspekt da? Ja. Dann sagen wir, nein, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen einfach mal wirklich sagen, oder sagen, ja, schneiden Sie da? Nein, wir schneiden nicht. Das muss man ja auch mal sehen. Also in unseren Sendungen, wir schneiden nicht, sondern wir senden eins zu eins. Auch wenn ich mich verspreche, dann wird das einfach, ja, gesendet. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt, Frau Gehlert, jetzt kommt's mal. Sie sind, wir beide haben ja eine Parallele, wir beide sind vom Sternzeichen Zwilling. Oh ja. Wie wichtig ist es denn als Journalistin, als Chefredakteurin, dass man Zwilling ist? Das ist schon. Da habe ich mir jetzt echt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin mir ja noch nicht mal sicher. Wollen wir kurz in die Pause gehen? Nein, ich muss denken. Sie sind ein sehr schneller Mensch. Und ich muss da wirklich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, also ich würde das ungern über Sternzeichen definieren, was es heißt, Chefredakteurin zu sein, weil ich habe einen heiden Respekt vor dem Beruf. Also ich habe wirklich deswegen einen heiden Respekt, weil das heißt verantwortlich sein für Menschen. Das heißt auch verantwortlich sein zum Beispiel bei den jungen Leuten, dass man dafür sorgt, dass eine Ausbildung stattfindet, die dann tatsächlich sie auch dazu bringt, ihre weiteren Schritte im Leben gehen zu können, ohne dass es da am Fundament mangelt. Wir haben tatsächlich eine lustige Kommunikation von Zwilling zu Zwilling. Das wird ja immer so gerne ins Rennen geworfen. Das ist für mich eine andere Ebene, weil wir beide natürlich schon auch, wir können das schon auch, ne? Dieses Impulsivsein und dieses mal die Runde aufmischen, sage ich mal. Da, glaube ich, haben wir beide, sind wir uns einig. Also, aber was eben wichtig ist, der Zwilling und die Zwillingsdame, ist ja schon präsentiert für journalistische Berufe. Das finden Sie überall. Das ist tatsächlich so. Okay. Aber jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Ich habe ja zwei, drei Kollegen im bayerischen Fernsehen, die... Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Doch. Nein. Die auch mal gerne in die Sendung. Und dann fragen die immer den Chefredakteur so, ja, da können Sie schon rechnen. Ist ja auch spannend. Ja, klar. Also wir haben ja in München schon, würde ich mal sagen, also... Jetzt Boris Johnson würde sagen, Majority, ja, wir sind da schon gut in München. Weil wenn man in München irgendwie im Fernsehen ist, da kommt man schon super rüber. Welche Eigenschaften schreiben Sie dem Zwilling zu, die so gut zum Journalisten passen? Also erstmal offen, kommunikativ, unberechenbar, im positiven Sinne. Ja. Und vor allen Dingen diszipliniert, hungrig nach Erfolg auch im positiven Sinne. Also das ist schon ganz gut. Gut. Ja. Aber jetzt zurück, das Jahr 2020 ist in 3,5 Tagen geht's los. Was steht denn da so am Programm jetzt bei München TV? Wie geht ihr da rein? Positiv. Ja, das war klar. Nein, wir haben tatsächlich, also wir haben ja schon im Jahr 2019
einige Veränderungen schon vorgenommen am Programm. Was mir ganz wichtig war, was ich für ein wirklich wichtiges Element halte, ist lokaler und regionaler Sport. Also es gibt die Sportarena wieder, die am Montagabend einfach berichtet, und zwar über alle Sportarten und nicht nur über die, die man sowieso schon kennt und sieht. Wir haben mit unserer Sophia und den Heimatgeschichten, finde ich, ein sehr liebevolles Format gefunden, das den Münchnerinnen und Münchnern zeigt, wie schaut es denn außenrum aus, wie schaut es im Umland aus, wie schaut es im Oberland aus, wie geht es den Gemeinden da, was findet man da, wie sind die Leute da drauf. Das macht sie mit ihrem sehr münchnerischen Wesen, bringt sie einem das wirklich, finde ich, sehr schön näher. Wir wollen im ersten Schritt im nächsten Jahr zwei Dinge stärker berücksichtigen. Das eine ist ein neues Kulturformat. Also wir haben ja mit der Szene ein Format, das sich sehr um Prominenz, die Partys, die Feste, die Ereignisse kümmert. Aber wir wollen uns mit, genau, absolut. Wir wollen uns um Kultur kümmern, und zwar Kultur im Sinne von Ballettwochen bis zu Street Art. Also nichts auslassen, bitte. Das ist, München steht dafür, dass es diese Wahnsinnsvielfalt gibt. Und wir wollen uns, weil wir wissen, dass die Münchnerinnen und Münchner ein tierbegeistertes Volk sind, werden wir uns auch eine sehr, sehr schöne Tiersendung ins Programm holen. Sehr schön, sehr schön. Die sowohl Tierschutz berücksichtigt, als auch unseren Zoo, der wirklich ganz hervorragend ist, der in der ganzen Welt ein Riesenrenommee genießt. Aber auch so Fragen zum Beispiel auswirft, was ist denn, wenn ich an der Isar spazieren gehe und mir kommt eine Riesendogge entgegen, wie verhalte ich mich denn da, wenn ich vor dem Hund Angst habe? Und das, glaube ich, wird auch eine schöne Sendung. Und dann schauen wir mal, wir wollen dann alles verraten. Schön. Schön, also Sie gehen einfach mit Volldampf ins neue Jahr rein. Ja, ja, es ist eine Wahnsinnsfreude. Wir kriegen Zuschriften, wir kriegen E-Mails, wir kriegen auf Facebook Kommentare, auf Instagram, auf jedem Kanal von interessierten Zuschauern, die uns alle möglichen Reaktionen geben. Die kritisieren auch manchmal und sagen, was ist jetzt das? Aber da kann man sich super damit auseinandersetzen. Nichts schlimmer als ein schweigendes Publikum, das überhaupt nichts zu sagen hat, nach dem Motto, okay, hört's mal auf mit dem Schmarrn. Und da findet Kommunikation statt, und da passiert, geht ein sehr dynamischer Prozess los, das gefällt mir. Was ja auch wichtig ist, wir sind ja ein Privatsender, das heißt, wir finanzieren uns ja mehrheitlich eben auch durch Sponsoring. Und man merkt einfach, dass wir in München so eine Plattform sind, wo man wirklich merkt, die Menschen werden einfach nicht nur digital gezeigt, sondern in verschiedenen Positionen. Und ich glaube, da ist auch wieder ein unglaublicher Aufbruch zu spüren. Viele, viele wollen einfach Partner werden von München TV, was ja verständlich ist. Denn wer hat schon so eine unglaubliche Marktpenetration in München? Das ist schon toll. Das ist schon toll. Also ich merke das immer so, ich mache so, vielleicht so einmal im Monat gehe ich mal durch die Stadt. Und ich meine, mit meiner auffälligen Frisur. Und dann bekomme ich einfach so herzergreifende Kommentare, die mir einfach sagen, wir haben ein unglaubliches Sleeping Potential. Also wenn das entfacht wird, ob das jetzt irgendwie Leute sind, also ich bin kürzlich mal an der Theatinerkirche vorbeigegangen, und dann habe ich mit einem gesprochen, der gebettelt hat. Aber der hat gesagt, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ihr macht so eine tolle Geschichte. Also wir haben im Grunde alle Schichten der Stadt. Ja? Und München ist natürlich mit München TV eine riesige Partnerschaft. Das merkt man immer, der Oberbürgermeister, der Dieter Reiter, der kommt immer gern zu uns, ja, weil er eben einfach sagt, das ist für mich irgendwie so mein Heimatsender. Da kann ich einfach wirklich vertrauensvoll gewisse Dinge besprechen mit den Moderatoren. Und das ist toll, das ist toll. Also ich glaube, dass es ist ja auch, in München TV ist ein Aufbruch zu spüren. Ich meine, die Vormannschaft oder der Chefredakteur Jörg van Hoven, der immer noch eine tolle Sendung macht, aber jetzt ist einfach ein ganz, ganz neues, eine Weichenstellung passiert. Das spürt ihr ja auch. Klar.
Und das ist einfach, viele sagen, ja, Fernsehen und so viele Kanäle gibt es, aber München und München TV, das ist eine Ehe. Also die hält. Die hält. Beschreiben Sie doch mal, Frau Gehlert, wie schaut denn so ein Tag aus bei Ihnen? Sie machen ja sehr viele Meetings, Sie bringen die Mannschaft zusammen. Ich höre das ja nur immer so. Ja, ich weiß das schon. Aber es ist schön. Ich höre da wirklich Gutes. Wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Also Sie lesen wahrscheinlich die Tageszeitung, was los ist, etc. Ja? Also das ist tatsächlich so mein erster Schritt am Morgen. Ich höre Radio und Nachrichten. Ich schaue durch die wesentlichen Online-Seiten und Blätter. Allerdings muss ich sagen, wirklich sehr quer, mangels Zeit durch die Zeitungen. Wir treffen uns um 9 in der Redaktion zu einer Konferenz. Das heißt, da gibt es dann einfach mal die Frage, was sind die Themen des Tages? Da geht es jetzt wirklich um Nachrichten. Also was sind die Themen des Tages? Also unglaubliche Quote drauf haben bei den Nachrichten. Gott sei Dank auch, weil wir tatsächlich die Einzigen sind, die die Nachrichten zeigen, die jetzt wirklich unsere Zuschauer betreffen. Also ich glaube, dass es manchmal wirklich belastend ist, wenn ich Nachrichten anschaue, wo ich vom Vulkanausbruch in Neuseeland, über die Waldbrände im Amazonasgebiet bis hin zu Unruhen in Afrika mit so und so viel 100 Toten. Nicht, dass es nicht wichtig wäre alles, aber es ist manchmal zu viel. Ja. Es ist einfach zu viel. Ja. Es ist auch zu viel Leid und Elend, das von allen Seiten auf uns eindringt, dass wir gar nicht verarbeiten können. Wir sind gar nicht dazu in der Lage. Wir stumpfen da ab, machen die Schotten dicht und dann ist gut. Und das Ziel für uns ist, im Gegensatz dazu zu sagen, so, wenn bei uns ein Zug entgleist, dann ist es deswegen wichtig, weil daraus etwas resultiert für die Leute, die zur Arbeit wollen, aus der Arbeit wieder heim wollen. Wie lange dauert das? Was passiert? Wenn es neue Verordnungen in der Stadt gibt, wir haben in wenigen Tagen den Jahreswechsel. Das heißt, da gibt es jetzt das erste Mal sehr präzise Vorschriften, wo darf geböllert werden und wo nicht. Das sind für mich ganz pragmatische Dinge. Wenn der Stadtrat beschließt, wie das mit dem 365-Euro-Ticket weitergehen soll, das sind Sachen, die betreffen uns alle, die wir hier in der Stadt und im Umland leben, direkt. Ja. Und das ist mein Ziel und danach filtern wir auch die Nachrichten. In dieser Konferenz werden dann die Themen verteilt. Es wird immer mitgedacht, nicht nur berichten, sondern was nimmt der Zuschauer sich aus dem Thema mit. Auch so informativ natürlich. Klar, muss ja. Und damit vergeht im Prinzip die erste halbe bis dreiviertel Stunde des Tages. Und dann erlebt man plötzlich eine leere Redaktion, weil alle nach allen Seiten davonflitzen und ihre Themen recherchieren und ihre Interviewpartner suchen. Also die Jäger sind unterwegs und Jägerinnen. Das hat schon manchmal was davon, weil wir natürlich dann genötigt sind, sehr schnell, das ist tagesaktuell, das darf man nicht vergessen, dann natürlich die Gesprächspartner zu finden, die richtigen Leute bei der Stadt zu finden, die richtigen Leute bei Polizei oder Feuerwehr zu finden, diejenigen, die vielleicht einen Service bieten können, Verbraucherschützer etc., die uns da weiterhelfen können. Und das ist ein lebhafter und witziger Start in den Tag, weil dann gibt es so eine Richtung, da geht's lang. Und dann beginnt für mich so die Zeit, wo ich mich dann um Themen kümmere, vorübergehend, die nicht aktuell sind. Also wenn es dann eben darum geht, es gibt eine neue Sendung, wer ist im nächsten Stadtgespräch? Und solche Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, dass wir da eben auch, dass ich auch mit Leuten reden kann, wo man sagt, ah, das ist jetzt, das interessiert mich. Was hat denn der zu sagen? Ist bei Ihnen ja auch so. Wie wählen Sie das aus? Ja, also wir haben natürlich zwischenzeitlich viele Leute, die sagen, ja, ich würde gerne in die Sendung kommen, weil wir decken ja auch, was Sie ja sicherlich auch wissen, wir decken ja im Grunde alles ab. Also wir haben mal einen Arbeitslosen, wir haben mal einen Vorstand, wir haben mal einen Kaminkehrermeister, wir haben mal den Ministerpräsidenten, wir haben mal einen Minister, wir haben Ärzte. Und das macht auch so Spaß. Also für mich ist München TV so ein Magnet. Sie können einfach auf Menschen zugehen und die Menschen, und das ist ja auch das, was Sie wirklich toll machen, Sie präsentieren ja auch Gesichter. Fernsehen sind ja auch Gesichter. Und Sie sind ja im Grunde jetzt ein neues, hübsches Gesicht. Aber das ist so. Aber Fernsehen sind Gesichter.
Und diese Gesichter werden ja dann auch irgendwie wiedergespiegelt, wenn man anruft. Oder wenn jetzt Frau Buchmann von mir anruft und sagt, wir würden gerne mit Ihnen mal sprechen und wir reden dann, was gibt eben einfach, was kommt da raus. Wir wollen ja auch irgendetwas berichten. Und wir sind ja auch, als München TV sind wir so ein GPS für die Menschen. Also wo man einfach sagt, da habe ich jetzt was Tolles erfahren. Oder wie viel, also manchmal bei uns klingt das Telefon so, Mensch, wir haben jetzt ein Problem mit Knien, können Sie uns nicht ausdrücken? Also das kommt halt dann. Und was halt so schön ist, selbst wenn man nur, also ich fahre ja ab und zu U-Bahn und dann lachen die Leute erstmal. Ja? Man wird erkannt, was sehr schön ist. Ja? Und dann kann man auf Menschen zugehen. Also man muss nicht sagen, sondern die sind sofort offen. Und Fernsehen ist ja auch nach wie vor, speziell in München, also wenn Sie irgendwie was berichten über einen Italiener in Solln oder in Pasing oder was, dann sagen die, Mensch, da war ich auch schon mal und so. Und Sie glauben gar nicht, ich komme jetzt nochmal dazu, es ist ja unglaublich, welche Quote wir bei Google haben. Über 300 Millionen Mal. Googeln Menschen oder die verschiedenen Netze, das ist Wahnsinn. Das ist eine Quote, das ist eine Wahnsinnsquote. Und das ist eben dieses, ich sage jetzt mal, dieses schlafende Potenzial. Und ich glaube, da ist jetzt wieder das Duo Rettig-Gehlert und auch wir als Satelliten sind gefordert, einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu gewähren, dass man sagt, pass mal auf, mit uns seid ihr auch in der digitalen Welt. Und das ist so schön. Und ich glaube, gerade auf Facebook und auf YouTube, wir sind ja überall. Und das ist ein Markt. Und darum finde ich es so schön, Frau Gehlert, dass da ein Potenzial ist und dass man nicht sagt, das Lokalfernsehen, das ist irgendwie, das gibt's. Nein. Wir sind der größte lokale Sender in Deutschland. Und es gibt auch eine Entwicklung, das ist sehr nett. Ich bin vor kurzem mit Experten von RTL zu dem Thema zusammengesessen. Und die sagen, sie haben gerade ein Wahnsinnsproblem, weil sie als nationaler Sender nicht so in die Region kommen. Ja. Und gleichzeitig stellen die eben fest, je unübersichtlicher die Welt wird, je mehr diese Begriffe Digitalisierung, wie geht das überhaupt alles weiter, die Welt, ich kriege von allen Seiten Informationen, je mehr das auf die Menschen einstürmt, desto mehr fühlen sie sich in ihrem Bereich wohl und in ihrer Heimat wohl und konzentrieren sich darauf und schotten sich auch gegen ganz viele Sachen ab. Und da sind wir. Ja, das absolut. Sind wir. Das ist eine Marktnische, was und wir haben. Ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen, dass das, weil ich will das auch nicht, dass es zu produkthaft klingt, sondern das ist tatsächlich, also wir fühlen uns auch so. Also unsere Leute fühlen sich auch so. Der Christopher Griebel, der jetzt schon so lange in der Stadt unterwegs ist und so viele Dinge auch mitbekommt, wenn der erzählt, das ist nicht jemand, der jetzt nur vom Beruf Redakteur oder Reporter oder Moderator ist, sondern der steckt so tief in dieser Geschichte der Stadt auch drin, dass der beeindruckt also auch immer, inklusive mich, die ganze Redaktion damit, dass er dann bei 1738 anfängt und in der Jetztzeit endet und es geht eigentlich um die Leimer Unterführung. Ja, das ist Wahnsinn. Also, ja, das kann er aber. Ja. Und das fühlen wir aber auch alle. Und wir freuen uns natürlich, dass das eine Nische ist. Wir freuen uns auch darüber, dass das jetzt sehr, sehr populär und sehr wichtig eigentlich für die Leute ist. Aber es ist immer unser Anliegen zu sagen, das, was in unserem Umfeld passiert, erlebbar, begreifbar zu machen und irgendwas mitzugeben, wo man sagen kann, hey, spannend, entweder habe ich noch nicht gewusst, habe ich was gelernt, also super, mache ich auch mal. Mhm. Und ich glaube auch, München TV ist so der Sender mit Herz auch. Man merkt also auch, diese was mal Helmut Marquardt gesagt hat vor vielen, vielen Jahren, unser Sender hat eine gefühlte Reichweite. Also man fühlt den Sender. Ja. Und das ist ja, wir sind so ein emotionaler Sender. Wir fühlen einfach, ja, was die Stadt oder was die Menschen auch interessiert, was sie fühlen wollen. Ja. Und das ist schon etwas Besonderes. Schön, ja. Gell? Ja. Und wenn man sich manchmal anschaut, also auch öffentliche Fernsehsender, da kommen, also ich merke das ja oft bei unseren Sendungen, da sagen die, was, ist das schon um? Also das heißt, wir haben da so ein vertrauensvolles Verhältnis auch immer zu den Menschen, die wir in der Sendung haben. Ja? Und die wissen halt auch, sie werden nicht irgendwie da in eine Falle gelockt, sondern irgendwie, ich bleibe dabei, wir sind so positiv, aber nicht um jeden Preis, sondern auch mal nachhaken
und sagen, so wie haben Sie das jetzt gemeint, also so, das können wir auch. Gibt es eigentlich einen Gesprächspartner, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist in letzter Zeit? Ja, doch. Wer war das? Andi Prime. Tatsächlich? Und zwar in einer Form, die ich noch nie erlebt habe. Und zwar haben wir eine Sendung gemacht bei Unterhaching draußen. Da war er Trainer. Und der hat immer gesagt, genau. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gesagt, aber wie war denn das? Sie haben doch damals das Weltmeistertor geschossen. Wenn Sie angelaufen sind, wie war denn das? Und wir haben vorangehauen. Also, und dann gibt's so den Franz Schmidt, den Ostfriedhof-Chef, der nicht viel geredet hat. Da habe ich gedacht, wir bringen die Sendung nicht über die Runden. Und dann habe ich gesagt, ich bin mit dem halb per Du. Ist ein guter Typ, der ist fast 2 Meter groß, dann kommen da die Mützen vom Ostfriedhof. Ein cooler Typ. Und dann sage ich, sind Sie ein Fußballfan? Ja, ich bin ein 60er. Und dann ging's los. Dann hat er die ganzen Gräber gezeigt. Also da war ja Brunnenmeier und so. Und das war dann so schön. Und natürlich gibt es auch Sendungen, wo man sagt, boah, war das langweilig. Oder umgekehrt, war das eine tolle Sendung? Ja. War das eine tolle Sendung? Oder wo Menschen eben einfach nervös sind, wo man dann einfach sagt, also da gibt es eine Geschichte, ich kann es ruhig erzählen. Der Weltumsegler Bobby Schenk. Ein toller Typ, ehemaliger Richter. Und der hat es dann immer geschafft, mit seiner Frau ist er um die Welt gesegelt, also einer der großen Segler. Und da hat er es immer geschafft, dass eben einfach sein juristischer Präsident hat ihn immer beurlaubt und gesagt, ja, ich weiß nicht ganz sicher, ob du dann anschließend wieder kommen kannst, aber hat es immer hingekriegt. Und dann hat er seinen 80. gefeiert und dann habe ich ihn eingeladen in die Sendung. Und dann haben wir so wie wir jetzt so 2 Gläser gehabt. Und dann hat er ein bisschen getrunken und so. Und er war so wahnsinnig nervös am Anfang. Und dann wurde er immer besser. Der wurde immer, immer besser. Und dann, ja, grüezi Dirk, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ist die Sendung schon aus? Und dann waren wir noch da drin. Dann sagt er zu mir, du Erich, weißt du, was da drin war? Wodka. Also, das kann ich ruhig erzählen. Also, ich habe hier stilles Wasser. Ich kann es beschwören, Frau Gehler. Aber jetzt nochmal zurück. Warum hat unser Sender München TV Zukunftspotenzial? Weil wir genau das tun, was fürs tägliche Leben, sage ich mal, interessant ist, für die direkte Umgebung interessant ist, für das Heimatgefühl interessant ist. Wir haben nicht den Auftrag, dass wir die ganze Welt erklären. Wir haben nicht den Auftrag, dass wir die Erklärungen der Bundesregierung filettieren. Unser Auftrag ist ganz klar definiert. Menschen, die in unserer Region leben, und zwar egal, ob die gerade erst hierher gezogen sind, ob die in der 3. Generation hier leben, ob die jung sind, ob die alt sind, ob die Menschen mit oder ohne Behinderung sind. Hautfarbe spielt keine Rolle. Völlig wurscht. Alle, die hier leben, sollen sich bei uns wiederfinden, ja, und sollen sich irgendwas mitnehmen können. Sei es, dass sie zum Beispiel, wir haben auch, ich finde das immer faszinierend, wir kriegen übers Jahr hinweg, besonders zur Wiesnzeit, aber auch sonst, immer Mails oder Facebook-Nachrichten von Leuten, die irgendwo wohnen und die einfach sagen, ich sehe das so gerne, ich liebe dieses Gefühl. Ja, und zur Wiesnzeit sind wir ja Marktführer, das ist ja unglaublich. Ja, die ist aber auch schon speziell, die Wiesnzeit, mein Lieber. Also das, weiß, was da geleistet weiß, wird von dem Team weiß, da draußen, weiß, alle weiß, Achtung. Ich weiß. Liebe Frau Gehlert, also ganz, ganz toll, dass wir so ein tolles Gespräch geführt haben. Schön war das. Und ich glaube, wir sind so ein Sender, ich sage immer wieder so von Hartz IV bis Channel 5. Bei uns kann jeder zuschauen, Das muss und man merken. Jetzt, liebe Zuschauer, würde ich einfach mal unsere Chefredakteurin bitten, dass Sie mal die Sendung jetzt schön abmoderieren.
Also ganz ehrlich, völlig überraschend, dass wir schon so weit sind. Ich habe das Gefühl, wir reden erst seit 10 Minuten ich miteinander. Auch. Das ich ist auch. Aber, glaube ich, so ein bisschen die... Das ist hier so, gell? Das ist ja nicht Wahnsinn. Also, wir zwei, ich glaube, ich nehme Sie jetzt einfach gerne, mit, weil ich gerne. Möchte dieses Wort nicht alleine sprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass die letzten Tage des Jahres noch gute Tage für Sie sind, dass Sie Energie sammeln können und dass wir alle miteinander mit vollem Schwung in dieses Jahr 2020 starten können. Der Erich Löschön und ich, wir werden Sie begleiten, ganz bestimmt mit vielen interessanten Gesprächspartnern. Ich freue mich auf die Sendungen mit Ihnen. Vielen Dank. Und gehe jetzt irgendwohin meine Verlegenheit ausleben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kehler. Und liebe Zuschauer, ja, also vielen Dank für Ihr Vertrauen, also auch in diesem Jahr. Und wie gesagt, schalten Sie uns ein. Wir sind wirklich für Sie da, für München. Und es macht wirklich Spaß. Und ich denke, heute war eine wunderbare Dame in der Sendung, Marion Gehlert. Vielen herzlichen Dank. Wir Dankeschön. Sehen uns wieder und rutschen Sie rüber ins neue Jahr und Happy New Year.